Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und mit einer neuen Map-Vorstellung. Ja, gerade eben trudeln so langsam, aber sicher neue Mods ein. Und da dabei ist auch eine neue Karte, und zwar die amerikanischen Fälle. Ich weiß nicht, ob die vielleicht Wasserfälle meinen. Ist da immer Übersetzung? Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist die Karte vom Lancy Boy. Wir haben 427 MB. Rechne ich mit der ein oder anderen Custom-Gebäude. Ihr müsst zwei Mods runterladen. Die Karte ist für gängige Konsolen, auch für die älteren Konsolen, PS4 etc. Und eine Menge geschrieben. Sie haben eine große Aufgabe auf diese Karte zu erledigen. Der frühere Besitzer hier hatte einst eine Farm in Illinois namens Stone Valley. Er kam hierher, um Arbeit zu suchen, und American Falls brauchte einen Farmer. Könnte auch die Ortschaft vielleicht so noch heißen, American Falls oder der Hof. Wir merken auf jeden Fall, da ist so eine kleine Background-Geschichte dahinter. Ja, wir nehmen heute ein paar englische Wörter im Mund. Alle Felder sind fiktiv, verkaufen sie keine Tierfarmen. Also hier gibt es auf jeden Fall wichtige Informationen. Ladentore öffnen sich von 9, sondern öffnen und schließen sich wie gewohnt nach 8 Uhr und schließen um 16 Uhr. Schlammsystem optional für PC, Feldüberschwemmungen, Flussufer überflutet. Yeah, da gibt es ganz, ganz interessante Sachen. Also ich würde euch bitten, hier auf jeden Fall euch in aller Ruhe das ganze Zeug durchzulesen und durchzuschauen. Ich sehe hier Oxygen David, benutzerdefinierte Beleuchtung. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, lest durch, wir gucken rein, wir catchen uns mal das Feeling ab. Amerikanisches Feeling ist ja immer so für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so cool. Aber wir starten hier. Und ich muss direkt sagen, es ist schon mal... Ja. Also ich sehe hier schon mal ein paar viele Details, ne? Ein bisschen Müll, Dreck. Wir sind irgendwie so, keine Ahnung, in so einem Camper-Siedlung. Und was ich auch... Ich weiß nicht... Ist das normal? Normalerweise habe ich die bisher immer nur starr gesehen. Ist das vielleicht so ein kleines, feines Detail, wo wir direkt entdecken? Ah, hier so ein alter Pickup noch dazu. Schön heruntergekommen. Ist schön. Gut, dann das Übliche. Wir werfen einen Blick auf die PDA. Ja, ganz interessante Feldformen. Standardgröße. Wir machen mal noch ganz kurz, dass uns alles gehört, dass wir nichts übersehen. So, wo befinden wir uns? Hier relativ zentral. Die Höfe. Ja, auch relativ zentral gelegen. Hier unten Landhandel oder sowas. Ja, ja, wir gucken mal. Wir gehen mal durch, schauen uns das Ganze an. Solche Sachen, ne? Da bin ich immer zu faul dazu, aber das trägt halt dazu bei, zu der Stimmung. Kleine Vertiefung und dann ab aufs Feld. Jetzt können wir natürlich drum streiten, passt so ein Gebirge in diese Region? Kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ich war zum Beispiel von San Francisco runter Richtung Los Angeles rüber nach Grand Canyon und so weiter. Da gab es schon den einen oder anderen Hügel. Schnee jetzt nicht direkt, aber ja, ist okay. Hier hätte ich jetzt mir ein bisschen gewünscht, den Dreck einfach hierhin malen. Dann ist die Kante nicht ganz so heftig. Ist aber wie immer Geschmackssache. Wir haben auch gelernt, diese Dinger, ne, sind wohl auch relativ gängig. Hier machen sich na klar die Standardproduktion gut. Ne? Da macht man nichts falsch. Gehen wir mal durch. Ja, es ist so ein bisschen, fühlt sich so an, so ein bisschen Sumpfgebiet hier. Ist eigentlich ganz, ganz schön geworden. Feldgrößen, kann ich auf jeden Fall gut arbeiten. Klar, mit den amerikanischen Geräten, das ist, glaube ich, ganz cool. Es sieht gut aus. Heiligsblechle, sieht es gut aus. Gefällt mir sehr gut. Ihr habt auch hier wieder so ein Dingens zum Aufsammeln. Geil. Ich mag solche Details. Ne? Hier ist der Filter drin, der pumpt das Wasser hoch. Und dann kann ich, keine Ahnung,
Hier zum Wasser sprühen oder so. Keine Ahnung. Cool. Hier dürfen wir eigentlich nicht drüber fahren. Das sind schöne Details. Ich mag's. So muss es aussehen. Hier würde ich gerade so als kleiner Bub gern drüber laufen. Ah, hier, ich glaube, das wäre mein Spielplatz hier. Am Flüsli. Ja, also Natur bin ich direkt abgeholt. Ist schön. Sieht wirklich gut aus. Es hat jetzt nicht diesen absoluten amerikanischen Touch, gerade wenn wir jetzt hier, na, wenn die Straßen nicht irgendwie gelb hinterlegt sind, ne, die Streifen, dann fühlt es sich nicht wirklich nach Amerika an. Gehen wir mal weiter. Ja, hier, das wäre wirklich, da hätte ich richtig Bock zum Spielen. Hier haben wir die Sägerei. Ja, es ist schön. Es ist wirklich schön. Ja, das ist das Übliche mit der Wasserplane. Das fühle ich auch ab und zu. Schön weitläufig. Wir schauen uns natürlich gleich noch die Höfe an. Ja, die langen Wege, das kenne ich so. Die Interstate und so weiter, die ziehen sich teilweise schon ewig durch. Also landschaftlich ist wirklich schön gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, da würde sogar der ein oder andere spielen, wo jetzt nicht unbedingt Amerika-Fan ist. Also wirklich den Eindruck kriegt man jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Das überlasse ich euch jetzt mal selber. Aber ich gehe mal davon aus, wenn wir uns gleich die Höfe und so weiter angucken. Ja, das passt schon. Kannst dich halt wirklich gut von der US-Map bedienen, ne? Alle Gebäude reinklatschen, was es so gibt. Hier habt ihr noch ein paar Gewächshäuser. Die BGA ist, ich weiß gar nicht, gibt es in Amerika überhaupt eine BGA? Also wo ich damals da war, war das noch nicht der Fall. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Guck mal hier, könnt ihr von oben reinkippen. Auch interessant. Hier habe ich wieder den Eindruck, dass er den falschen Bodenlayer genommen hat. Seht ihr das? Das wiederholt sich so extrem. Jetzt weiß ich nicht. Gucken wir mal ganz kurz ins Baumenü rein. Er hätte Schotter drin. Und den groben auch. Guck mal. Er hat hier, hat er den richtigen hinterlegt. Und wenn er jetzt den größer macht, dann seht ihr jetzt gleich den Unterschied. Was ich immer meine. Er hat hier leider Gottes den falschen Layer verwendet. Hier hinten, seht ihr, das sieht aus wie so ein Teppich, wo es sich immer und immer wiederholt. Und hier nimmt er aus vier verschiedenen Layern immer eine Kombination. Und dann sieht es nicht so komisch aus. Das ist das, was ich immer meine. Hier sieht man es besonders gut. Ist aber nicht so tragisch, könnte man im Notfall selber einfach drüber malen. Also, nochmal kurz im Blick ins Baumenü, was es noch so gibt. Ja, er macht es halt auch so wie ich. Das, was verbaut ist, ist auch zum Malen da. Sonst braucht er nichts. Maprand ist das Übliche. Da haben halt alle damit zu kämpfen. Boah, leck mich, ey, das sind Schläge. Uiuiui, da bin ich eine Weile beschäftigt. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob in Amerika die alles eingezäunt ist. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, aus meiner Sicht jetzt, wenn ich es wirklich neutral betrachte, dass es eine amerikanische Karte sein soll, sage ich nein. Also wenn ich mich hier bewege, ja. Aber ansonsten relativ schwer fühle ich mich da nicht wirklich abgeholt Richtung amerikanisch. Wiederum also positiv. Da wird sich der eine oder andere trotzdem wohlfühlen auf der Karte, weil schön ist sie. Das möchte ich hier nochmal
dick und fett betonen. Weitläufig, ich glaube, da wird es einem nicht langweilig. So, jetzt interessieren euch dann bestimmt noch die oder den Hof. Ja, da kannst du halt wirklich Copy-Paste aus der US-Map. Hier haben wir noch den Händler. Ja, da ist halt das Thema, ich mag es nicht. Deswegen habe ich es weggelassen. Das sieht einfach aus wie 17er. Das ist einfach nicht schön. Daher würde ich lieber nichts drin stehen lassen. Da hinten schweben noch so ein paar Bäume. Das hier ist auch... weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber es tut immer noch nichts an der Sache, dass es nicht schön aussieht. Ne? Das hier ist cool. Das gefällt mir sehr gut wieder. Hat auf jeden Fall viele schöne Ecken. Ja, der hat hier überall diesen einen Layer genommen. Oh, jetzt passt auch noch so ein bisschen Country-Music, ne? Schön. Gut, dann gucken wir uns mal die Höfe an. Wir switchen mal einfach zu den Fahrzeugen. Ihr habt gar kein Fahrzeug. Ihr habt gar kein Fahrzeug? Okay. Das ist ja auch interessant. Da müsst ihr euch dann für 100.000 Euro ein bisschen schwer tun, oder? Habe ich da irgendwo einen Fehler gemacht? Wir haben einmal hier den Schweinehof. Ja, auch ein bisschen customized. Ne? Wenn ihr jetzt mal das Symbol hier betrachtet, das ist eigentlich der Standard. Das hat er alles eliminiert und hat es eigentlich in so... Unterstände in größere und kleine eingeteilt. Das passt. Gefällt mir gut. Ich mag so ein bisschen customized gezeugt. Ja. Unterstände, ansonsten ist hier nicht viel. Das ist der Viehhandel. Klar, passt auch von dem her. Hier haben wir noch einen Schafstall. Auch im Endeffekt. Das ähnliche Konstrukt. Ich frage mich nur, woher dann die große Anzahl von MB kommt. Also im Verhältnis. Hier haben wir noch eine kleine Weide für Hühner. Weide für Hühner, ja. Aber Kühe gibt es hier keine, ne? Entweder bin ich gerade blind. Da sind sie. Da sind die Kühe. Oh ja. Oh ja, das ist ein schöner Hof. Nehmen wir mal hier ein bisschen das Tempo raus. Da gucken wir uns noch in aller Ruhe um. Schön offener Stall, auch mit Auslauf hier. Wenn ihr Animal Grazing mit reinpackt, also die PC-Spieler, müsste es hier funktionieren, was ich so sehe. Jetzt ist, na klar, die Frage aller Fragen. Ich gehe schwer davon aus, dass der Mapper hier die Navmesh durchgezogen hat. Ich muss mal ganz kurz die Symbole einschalten, weil die habe ich bei mir immer aus. Dass sie da drüber laufen. 60 brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht direkt. Ja, machen sie. Guck mal. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jo. Die kann hier durchlaufen. Da ist die Navmesh. Deswegen sind die zwei Tore drin. Somit habt ihr auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Kühe. Müsst halt hier zulassen, ne? Dass sie nicht abhauen. Die Trigger sind ein bisschen schwer zu treffen. Oder ich bin einfach zu doof dafür. Aber cool. Gefällt mir gut. Über die Farbe lässt sich natürlich streiten, aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool gemacht. Wie gesagt, zum Start, da müsst ihr euch halt vielleicht ein bisschen behelfen. Mit 100.000 Euro einen Hof aufzubauen, wird knackig spannend, aber soll ja auch nicht langweilig werden. Ihr habt noch
paar Unterstände. Riesige Hofsilos. Das ist halt, was mir persönlich immer so ein bisschen ins Argen sticht. So, das sieht einfach so brutal aus. Aber es ist halt mal so in Amerika tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen eigentlich echt eine schöne Karte. Also schaut es euch gerne mal um. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wer Bock auf so eine Karte hat, würde mich mal echt interessieren. Ja, in dem Sinn, den Rest überlasse ich euch selbst. Schaut sie euch gern an, wenn sie euch gefällt. Immer wieder eine Sternebewertung nach eurer Wahl. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine gute Woche. Macht's gut, Like nicht vergessen, Abo kostet wie immer nichts. Dann sehen wir uns bei der nächsten Map-Vorstellung wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi.